Willkommen zurück zum vielleicht vorletzten Teil zu Etrian Mystery Dungeon, und zwar die Phantom Depths. Wir sind nur in Ebene 41 und lasst uns mal schnell zusammen gucken, was ich denn überhaupt alles noch hier habe. Also ein paar unnütze Gegenstände, seht ihr schon, habe ich da hingeschmissen, die brauche ich nicht. Und wir werden ein paar Sachen auch schon mal aktivieren, die uns hier in dieser Ebene unterstützen. Nein, die Light Scrolls sind es noch nicht. Okay, die Sachen identifizieren ein Item. Machen wir das mal. Es ist eine Healing Scroll. Okay, brauchen wir nicht unbedingt, behalten wir aber. Ja, die Safety Scroll, die aktivieren wir auch, damit hier schon mal keine Fallen rumliegen. Beste, was wir machen können. Ja, die Horde Scroll brauchen wir jetzt noch nicht. Ja, ne, die nehmen wir auf gar keinen Fall. Die schmeißen wir schön raus. Die brauchen wir nicht. Sleep Scroll, ich glaube, den Rest, den behalten wir. Hier, die Gilding Scroll, die nutzen wir. Wir haben ja eine schöne neue Waffe gefunden. Und es wäre ja schade, wenn irgendein Monster uns die Waffenstärke nimmt und es schwächt. Okay, dann gucken wir mal, was die Rolle hier noch kann. Es ist eine Gothic Scroll. Ja, kenne ich noch nicht. Wir laufen mal hier nach links zuerst. Ist hier schon die Treppe? Hier ist eine Sackgasse. Naja, immerhin haben wir das schon mal abgecheckt. Ja, und die Frage ist natürlich auch, wo gehen wir dann hin? Okay, hier stärken wir uns auf jeden Fall. Ja, wir sind doppelt so schnell, das ist gut. Ja, und dieses Double Speed Up, das hat uns schon in so vielen Situationen geholfen. Und da bin ich auch froh, dass wir diesen Charakter hier gewählt haben. Das nervt aber trotzdem, dass hier wieder so viele Gegner drin sind. Ja, und ich hoffe, dass wir dann auch nicht wieder einen falschen Weg wählen. Denn wenn wir uns das mal angucken, ich gehe auf jeden Fall hier die Mitte nach unten. Ich hoffe nicht, dass das Spiel jetzt so fies zu uns ist und dann wieder eine Sackgasse wie hier direkt in der Mitte liegt. Aber dann wird es nämlich schwer. Hier könnte man auf die FP-Punkte gucken. Knappe 100. Oh, da ist die Treppe. Da, die nehmen wir doch direkt. Speed up, definitiv. Okay. Weil wenn man mal so ausrechnet... Oh, hier ist ein Monsterraum. Es gibt eine Treppe. Gehen wir nach unten oder lassen wir es drauf ankommen? Na, ich weiß nicht. Okay. Ich glaube, das, was ich jetzt mache, ist bestimmt ein Fehler. Und zwar hier nach unten zu gehen. Oder? Naja, wir stärken uns einfach mal. Na, ich wollte ja den Kämpfen eigentlich aus dem Weg gehen. Na, der wird ja wohl nicht jetzt andauernd Steine schmeißen. Na, Mist, der kann uns von da hinten direkt mal Schaden zufügen. Okay, der macht einen Schaden direkt an unserem Gegner. Wir sind paralysiert. Das ist auch Mist, weil jetzt vergeht so viel Zeit und wir verlieren unsere FP-Punkte. Na, das war keine gute Entscheidung von mir. Ich hätte einfach nur die Treppe nach oben gehen sollen. Da hätten wir zwar auch FP-Punkte verloren. Aber damit wären die ganzen Gegner halt weg. Naja, aber wir können zumindest die Items hier noch mitnehmen. Oh, da geht's die Treppe runter. Okay, doch eine gute Entscheidung gewesen. Ja, sind wir auch schon Level 43. Ja, und ich hatte ja halt ausgerechnet, wenn wir jetzt hier in dieser Ebene sind und die FP-Punkte verbrauchen, dann müssten wir so pro 5 Ebenen ungefähr 50 FP-Punkte verbrauchen. Oh, jetzt hat er mich aber doch ganz schön angegriffen. Okay, da müssen wir uns jetzt mal schnell heilen. Ja, die Vögel sind Mist. Ich weiß gar nicht, ob die eine... Okay, der erhöht auch seine Angriffsstärke. Deswegen ist er auch so stark. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir den irgendwie... ja, platt kriegen. Ansonsten müssten wir diese Vögel hier umgehen, wenn es denn geht. Ja, dann müssen wir einfach zu oft angreifen, damit der down geht. Da sollten wir möglichst die nicht angreifen. Irgendeine Rolle nutzen, um den aus dem Weg zu gehen. Okay, die Safety Scroll, die behalten wir für die nächste Ebene.
Ach, diese Hasen sind auch Mist, weil der macht diese Blitzattacke ziemlich häufig nacheinander. Und ihr habt ja gesehen, das waren jetzt glaube ich 30, 40 Schaden, die er gemacht hat. Und wenn die alle durchkommen und nicht einer verfehlt, da sind wir nämlich auch ganz schnell mal down. Hier sind schon wieder so viele Gegner. Da gehe ich auf jeden Fall zurück. So, jetzt stärken wir uns nochmal kurz. Na, wie gesagt, wir haben ja genug Amritas, die uns heilen können. Und das nutzen wir. Das nutzen wir auf alle Fälle. Ja, kommt ruhig her, meine Freunde. Okay, der ist weg. Na, der macht seinen Blitz wieder. Okay, wir heilen uns, gehen rein und dann versuchen wir den irgendwie drin zu kriegen. Ja, da bringt natürlich der Konfus-Status auch überhaupt nichts, wenn er sowieso nur seine Blitzattacke macht. Es ist ein Light Squall. Yes! Das ist gut. Das vereinfacht uns wieder mal den Weg. Ne, hier hauen wir einfach mal ab. Ah, da ist die Treppe auch nicht. Lasst sie hier unten sein. Hier unten ist er auch nicht. Okay, der Schmetterling, der wird uns ja wohl nicht so in die Bedrängnis führen. Ja, da gibt es ja bloß nach oben die Wege. Und im idealen Fall ist hier auch wieder mal nichts drin. Ja, auch noch eine Sackgasse. Jetzt müssen wir doch wieder in den Raum zurück mit den Monstern. Schlafen die noch? Ja. Okay, die schlafen noch. Sehr gut. Ja, hier ist er auch nicht. Da sind wir wirklich bis zur letzten Ebene gelaufen. Um die Treppe zu finden. Ne, die lassen wir. Die bekämpfen wir nicht. Da habe ich ja gar keine Lust. Okay, oben ist noch ein gelber Punkt drauf geäpfelt. Ja, mach ruhig deine Attacke. Wir flüchten nach unten. Oh, der Weg geht aber auch ziemlich nach links. Ich hoffe, dass wir nicht wieder in eine Sackgasse laufen. Oh, das wäre echt mies. Also wenn ich jetzt nochmal hoch muss, dann habe ich das Gefühl, dass wir das wahrscheinlich nicht schaffen werden. Weil dann verlieren wir einfach zu viel FP-Punkte. Ja, schade, dass ich mich auch hier wieder für den falschen Weg entschieden habe. Aber es sind nicht mehr viel. Wir sind schon in Ebene 44. Das müssten wir doch hinkriegen. Und wisst ihr was? Jetzt nehmen wir auch mal hier zwei Amritas. Ja, und das Brot, das nehmen wir auf jeden Fall auch, weil warum sollten wir das jetzt noch aufbehalten? Uiuiui. Es ist das Letzte, was wir hatten. Oh je. Jetzt haben wir nichts mehr, um irgendwie was gegen unseren Hunger zu tun. Also ich hoffe, wir werden hier ganz schnell die Treppen finden und natürlich finden wir sie nicht. Mann, ey, komm. Das Spiel muss uns ein bisschen unterstützen. Weiß uns den Weg, liebes Spiel. Sei bitte nicht so hart zu uns. Okay, wir gehen nach oben. Und? Da ist die Treppe nach oben. Mist. Ah, hier ist er auch nicht. Okay, haben wir wieder die Hälfte der Karte abgegrast. Ohne Glück zu haben. Da oben ist eine Flasche. Nehmen wir auf alle Fälle mit. Eine Verlangsamungsflasche. Die brauchen wir überhaupt nicht. Ach, und wieder eine Sackgasse. Ey, sag nicht, dass wir jetzt schon wieder alle Ebenen abgrasen müssen, um irgendwie nach unten zu kommen. Boah, wehe, das ist da unten und ich muss zurück. Tja, was machen wir nun? Ja, dein Acid Breath wird hier gegen uns und unsere geschützte Waffe dir gar nichts bringen. Da bin ich auch froh, dass ich die Gilding Scroll nochmal gekauft hatte. Halt, bevor wir runtergehen, hier, die gelben. Die nehmen wir noch mit. Oh, das ist gut für unsere FP-Leiste. Okay, Ebene 45. Sieht gut aus. Es sieht noch gut aus. Ja, das bisschen Geld nehmen wir auch noch mit. Hier sind wieder ein paar Monster. Was war das jetzt für eine Falle? Resist Down. Ich hoffe, das war die Falle und nicht irgendein Gegner. Okay, der ist weg.
Sieht auch gut aus. Ja, dann müssten wir doch hier auch sicher durchkommen. Hoffe ich zumindest. Also wenn wir dann in Ebene 50 angelangt sind und wir danach 100 FP-Punkte haben, dann sieht's gut aus. Oh, hier stehen die Treppe nach unten. Ha, yes, sehr gut, sehr gut. Okay, das ist Reihe Nummer 5. Das machen wir. Hier gehen wir auf jeden Fall lang. Oh, nee. Aber das sind zwei Scrolls. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir haben ja noch ein paar Sleep Scrolls. Die nutzen wir jetzt mal, weil ich möchte auf jeden Fall die zwei Rollen noch haben. Die nehme ich mit. Und bitte, 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 lasst eine davon eine Light Scroll sein. Oh, yes! Ach, gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Das war eine richtige Entscheidung. Oh, geil. Einfach geil. Jetzt haben wir da zwar unten keine gelben Plättchen mehr, aber das ist völlig egal. Ja, die zwei Monster, die nehmen wir auf jeden Fall noch in Kauf. Das ist nicht schlimm. Das andere war mir aber zu riskant. Okay, der hat uns das vergiftet. Völlig egal. Oh, der hält auch ganz schön aus. Dafür, dass er nur so ein kleiner Falter ist. Und sonst nichts drauf hat. Da ist schon die Treppe. Ach, gibt's ja auch nicht. Na super, sind wir Ebene 47. Und wir haben FP-Punkte gespart. Sehr gut. Okay, wir haben uns erstmal sicher, sicher. Hier geht's nicht lang, ist aber überhaupt nicht schlimm. Und ich muss auch aufpassen, dass ich nicht in die Lava laufe. Denn ich bin da sehr unachtsam. Ah, und schon wieder dieser Hase. Dieser mistige Hase. Das ist genau das, was ich vorhin schon gemeint habe. Wenn der einmal angreift und die kommen alle durch, ah, dann bin ich tot. Und der bringt mich tatsächlich um, Alter. Ein kleiner, mieser Hase, der es schafft, mich hier umzumuxen. Und ich kann nichts anderes machen, außer anzugreifen. Ja, er hat es geschafft. Das war unser... Oh, es sind da oben noch zwei Gegner, ey. Mann, ey. Das Spiel stellt uns auf die Probe. Oh, 93, ey. Oh, der kann Sachen verfluchen. Ich glaub's nicht. Was ein Pech. Was ein Pech einfach. Okay. Also bin ich ein bisschen angespannt. Oh, er ist weg. Gott sei Dank. Also, gibt's das? Jetzt gehen wir einmal nach unten und dann sind schon wieder zwei drin. Das Spiel will uns verarschen. Oh, da ist eine Treppe. Da ist die Treppe nach unten. Das müssten wir hinkriegen. Ja, der muss nach oben. Sehr gut. Nimm mal auf alle Fälle. Wir machen hier gar keine Spielchen. Dann pfeifen wir eben auf die andere Treppe. Ich wäre zwar gerne nach rechts gelaufen, aber so ist das auch okay. Naja, jetzt haben wir hier die Blessed Squall. Oder hat man noch eine? Ich hoffe, ja. Die nehmen wir auf jeden Fall für die Light Squalls. Und im optimalen Fall ist ja eben der Rest auch entflucht. Ach nein, das war die falsche. Das war die falsche. Ich bin einfach auch viel zu nachlässig, ey, was das angeht. Ach ja, schade. Naja, dafür sind aber zumindest hier ein paar gelbe Plättchen wieder zum Einsammeln. Na, das ist Mist. Da muss natürlich jetzt gefreut über die Light Scroll, die wir gefunden haben. Aber im Endeffekt, was bringt uns diese Light Scroll, wenn die verflucht ist und wir die gar nicht nutzen können? Okay. Ah, oh, das ist natürlich nicht okay. Ach Mann, ey. Ja, es ist mir bei dem Vierertrupp Run auch schon passiert. Gerade hier unten. Hier unten passiert die allergrößte Scheiße überhaupt. Aber da müssen wir einfach nur die Ruhe bewahren. Dann mache ich jetzt Confuse Scroll. Ja, ich hoffe, das reicht. Immerhin sind die Monster, die jetzt hier gespawnt sind,
Hoffe ich zumindest nicht ganz so hart. Also die sehen jetzt nicht so aus. Naja, versuchen wir die einfach mal hier einzeln platt zu machen. Ja, das Blöde ist natürlich, auch wenn die jetzt den Konfus-Status haben, ist natürlich die Chance, dass von 4 Leuten uns einer trifft, ja auch nicht gerade so klein. Ach, jetzt wird er stärker, weil der einen anderen platt gemacht hat. Interessant. Okay. Ja, da heilen wir uns auch erstmal wieder, bevor wir hier wieder irgendwie sterben. Da unten kommt schon der nächste Baum. Und wieso greift der uns da unten eigentlich immer wieder an? Okay. Doppelte Geschwindigkeit wieder. Ja, und der Baum hält auch schon wieder sehr viel aus. Ja, die machen uns das nicht einfach. Da ist er. Oh, Gott sei Dank haben wir den konfus gemacht. Ah, und er ist weg. Sehr schön. Oh, schon wieder. Und gerade dieser Grashopper, der unsere Sachen verfluchen kann. Oh, mach's bitte nicht. Alter, ich bin total angespannt. Ja, weil die Gegner, die haben es natürlich hier unten auch schon drauf. Gerade wenn die auch jetzt hier Sachen verfluchen können oder der Hase, der mit seinen Lichtattacken oder Blitzattacken uns einfach mal auch komplett, ja, das Leben auslöscht, wenn alles trifft, was er hat. Ah, eine Rolle. Es ist wieder nur eine 8-Wall. Scroll. Okay, hier ist die Treppe auch nicht nach unten. Dann wird es ja wohl hier wieder sein. Ja, und schade ist, wir haben jetzt schon wieder die ganze Ebene abgrasen. Ach, nicht mal. Oh Mann, ey, haben wir ein Pech. Das gibt's ja wirklich nicht. Wir haben einfach zu viel Pech. Und natürlich sind hier auch wieder Gegner drin. Ah, das ist mir jetzt egal. Wir weichen die jetzt alle aus. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir hier in jeder Ebene permanent immer alles absuchen müssen. Okay, Ebene 49. Okay, okay. Vielleicht haben wir diesmal Glück und die Treppe ist direkt hier nebenan. Nee, ist sie nicht. Okay, macht nichts, weil ich glaube, der hatte nicht so viel drauf. Naja, 41er Schaden. Okay, verfehlt, sehr gut. Er ist konfus. Wir haben doppelte Angriffsgeschwindigkeit. Na, das ist nicht so wild. Wenn er uns nur in den Schlafzustand versetzt und kein Monster drin ist, damit komme ich noch gut klar. Hier ist die Treppe nach oben. Schade. Tja, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall nach oben lang, weil es kann ja sein, dass tatsächlich genau auf der linken Seite die Treppe nach unten führt. Und dann würde ich mich ja wieder ärgern, wenn ich dem jetzt hier ausweiche und alles andere erstmal abgrase. Hier ist eine Truhe drin. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Ja. Ja, zumindest kann ich mich hier ein bisschen auffrischen. Ah, da sind schon wieder 2 drin. Das gibt's einfach nicht. Das Spiel meint es nicht gut mit uns. Aber zumindest scheint ja der andere da hinten sich noch ein bisschen Zeit zu lassen. Ja. Es ist nur ein kleiner giftiger Pilz, der ordentlich Erfahrungspunkte gibt. Boah. Ach, die wollen uns verarschen. Ah, die wollen uns doch alle verarschen. Okay, Rückzug. Ne, wir gehen auf jeden Fall jetzt hier rechts lang. Da ist auch nichts drin. Aber immerhin eine Blessed Scroll. Oh, immer noch keine Treppe. Das gibt's doch nicht. Ey, wir müssen ja wirklich alles absuchen. Okay, Ebene 50. Das sieht aber auch aus wie ein Knotenpunkt. Mit ganz vielen Gegnern. Ey, da habe ich keinen Bock drauf. Ne, da gehe ich sofort zurück. Da gehe ich sofort zurück. Ich rette mich hier eins nach oben. Ja, wir gehen auf jeden Fall nach oben. Auf jeden Fall. So, und wieder zurück. Damit sind die Monster weg. Hoffe ich doch zumindest. Sonst gehen wir halt wieder nach oben. Ja.
Immer noch zwei. Na, dann machen wir eben das Spielchen so lange, bis da eben nichts mehr drin ist. Und wieder zurück. So, ich hoffe, wir haben jetzt etwas mehr Glück. Na bitte, immerhin nur noch ein Monster. Und es ist nur ein kleiner Pilz. Naja, das Beste, was passieren konnte. Na, aber irgendwann müssen wir ja trotzdem mal ein bisschen Glück haben mit den Treppen nach unten, weil wenn wir jetzt hier schon wieder alles abgrasen müssen, dann geht unsere FP-Anzeige zur Neige. Und ich hatte ja gesagt, wenn wir jetzt so ungefähr noch 100 haben, bei den letzten 10 Ebenen, dann wäre es ja okay. Und noch sieht es ganz gut aus, aber ah, wir müssen doch schon wieder alles ablaufen. Leute, ich sehe es kommen. Ja, es weist doch alles darauf hin, oder? Gibt es nicht. Das gibt es ja einfach nicht. Das ist ja wirklich nicht zu fassen. Und ich wette meinen Arsch drauf, dass wenn wir dann in die letzten Ebene ja gelangt sind und dann anfangen die Light Squalls zu benutzen, da sind bestimmt die Treppen immer direkt nebenan. Ah, dann würde ich aber auch lachen. Okay, jetzt haben wir bis Ebene 51 gespielt. Hier machen wir auf jeden Fall nochmal einen kleinen Break und dann wird es wohl darauf hinauslaufen, dass wir im letzten Part hoffentlich bis ganz nach unten kommen. Wir haben 53 Gegenstände, ein paar werde ich mal noch wegschmeißen. Die Gothic Squall, ich weiß nicht, was das ist. Soll ich die benutzen? Gibt es da noch irgendwas Negatives? Ich weiß gar nicht, was da noch fehlt an Squalls. Ach, ich lasse das. Es ist zu riskant. Ja, wir schmeißen das alles hier weg. Alles, was wir nicht brauchen und uns nur stört, wird weggeschmissen. Oh, und dann wird es spannend. Dann wird es richtig spannend. Die letzten 10 Etagen, Leute. Wir sind gut vorbereitet. Wir sind zwar jetzt einmal gestorben, das ist aber nicht so schlimm. Und das durch so einen ollen Standardgegner, einen Hasen, der Blitzer auf uns gefeuert hat. Aber so ist es halt. So ist es halt. Da können wir ja von Glück reden, dass wir so viele Yggdrasil-Tränke überhaupt gefunden haben. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir hatten ja noch so eine Blessed Squall. Die nehme ich jetzt diesmal hoffentlich dann wirklich für die Light Squall. Ja, damit die eben entflucht ist. Und dann zählen wir mal, wie viel wir davon überhaupt noch haben. Um abschätzen zu können, wann wir denn anfangen damit, die zu benutzen. Also ich hoffe, dass auf den anderen kein Fluch mit drauf ist. Das würde die ganze Sache nur verschlimmern. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Rollen. Machen wir auch. Ich würde sagen, diese Ebene versuchen wir noch irgendwie so die Treppe zu finden. In Ebene 52 wird auf jeden Fall jede Light Squall genutzt. Und da werdet ihr sehen, was für ein riesen, ja, was für eine Erleichterung das einfach ist, um hier durch die Gänge zu kommen. Weil wir nämlich dann alles sehen werden. Okay, dann war es das für diesen Teil. Und dann sehen wir uns, denke ich, zum Finale in Folge 10. Bis dahin alles Gute und bis dann. Tschüss.